Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch in unserem wunderschönen kleinen Mini-U-Boot unterwegs und suchen den Meeresgrund ab nach Müll, den wir sehr, sehr gut verwerten können in viele, viele neue Sachen, die ganz toll sind, die uns weiterbringen, die uns das Leben unter dem Meer, im Meer einfacher machen. Und der Tag neigt sich dem Ende. Wir wollen Tag 2 abschließen. Wir haben so ein bisschen Angst, jetzt wieder ins Bettchen zu schweben und dann zu gucken, eieiei, kommen die Albträume zurück, wie geht's weiter? Muss eine Verwendung für dieses Zeug geben. Oder können wir einfach mal entspannt ausschlafen? Das sind die Punkte, die uns heute noch interessieren. Natürlich auch klar, was kommt heute Tolles im TV-Programm? Was kann man dort erwarten? Gibt's wieder Wetterbericht oder gibt's heute ein bisschen was anderes? Daily Soaps, Horrorfilme? Vielleicht eine Doku über Unterwasser-Kreaturen oder so. Um etwas zu bauen. So, natürlich sammeln wir alle Algen ein. Denn Algen sind einfach super. So, wir hören auch hier schon wieder Meeresbewohner. Aber wir sehen keine. So, die Sharks kreisen um unser U-Boot. Tun uns zum Glück nichts. Das ist sehr, sehr schön. Oh, guck mal, Orcas! Oh, schnell! Bild! Geht's noch näher? Schön! Oh! Fantastisch. Ah, wie das schon wieder losgeht, ey. Das ist doch einfach toll. Los geht's. Ja, jetzt weiß ich auch, wer die Geräusche gemacht hat. Vielen Dank. Kleine Familie, die sich da zeigt. So, wir müssen unseren Radar mal anschalten, damit wir einfach wissen, was hier so los ist. Ob es noch was gibt, können wir noch was mitnehmen. Es gibt ja leider keine Zeitanzeige oder so, ne? Also wir wissen jetzt nicht genau, gibt es hier wirklich tatsächlich einen Tag- und Nachtwechsel. Was passiert zum Beispiel, wenn wir bis 2 Uhr nachts auf sind? Das ist wie bei Stardew Valley, dass wir wegnicken. Nein, ich glaube nicht, sondern wir sind einfach frei in dem, was wir machen können und wollen. Oder ihr seht gleich einen Schnitt und wir sind einfach eingeschlafen. Kann auch passieren. So, diese Kiste zum Beispiel, ne? Wo ist die schon wieder? Gibt es irgendwelche Höhleneingänge hier oder so, von denen ich wissen sollte? Guck mal hier, ja. Perfekt. Das ist doch bestimmt der Weg. Eieiei. Bisschen hoch, stopp, stopp, aussteigen. Das ist doch bestimmt der Weg zu dieser Kiste. Perfekt auch gehalten hier vorne. Schade, jetzt ist das Licht aus. Ich wollte es gerade loben. Dass wir uns das Licht selber geschaffen haben, um mal einen Blick zu erhalten. Ah, Geoden! Guck mal! Ja, wunderbar. Die Höhle ist viel größer, als ich dachte. Davon brauchen wir 5 Stück. Dann können wir unseren Sauerstoff... Ah, eine Geode. Definitiv Crafting-Potenzial. Aber warum geben sie uns nicht gleich 5 Stück? Das kann nicht wahr sein. Naja, ein bisschen reingehen, ne? Es wird in der Höhle wird schon nichts passieren. Dann finden wir hier garantiert. Was ist das schon wieder? Warum passiert das immer? Das ist furchtbar. Warum, liebes Spiel? So ein tolles Spiel. Aber stellt die PlayStation nicht in Ruhemodus. Ihr kriegt immer Speicherfehler. Warum? Keine Ahnung. Wird gefixt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es gab einen leichten Hiccup, also ich musste noch mal einiges nachholen. Aber es ist nicht schlimm. Wir sind wieder da. Die Geoden wurden trotzdem mitgezählt, aber so der Story-Part wurde einfach noch mal wiederholt. Ja, sowas kann ich gebrauchen. Aber solange wir hier nichts verloren haben an Items, ist es doch völlig egal. So, die Radarstation auf. Eigentlich müsste doch hier irgendwo die Kiste noch lauern. Da unten ist ein bisschen Plastikmüll, hier sind noch weitere Geoden. Ich kann mir vorstellen, dass wir die noch ganz gut gebrauchen können. Ach, diese Geode hat mir gerade recht. Oh, da geht's richtig runter. Aha.
Bei sowas habe ich immer Angst, dass wir am nächsten Tag einen Auftrag kriegen. Bei dem es heißt, ach ja, du, schwimm mal in diese tiefe Höhle. Da ist auf jeden Fall so ein Knopf, den musst du drücken. Hier. Ja, guck mal, da kommt das Öl raus. Wahrscheinlich ist da irgendwie was schiefgelaufen. Wir sind ungelogen, einfach an Tag 2 wirklich hier. Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Ja, der Plastikmüll ist halt einfach nur Plastikmüll. Da brauchst du nicht viel drum rum. So, Elektronik, ein Reparatursatz. Ach, das ist doch noch gutes Zeug. So, leider keine weiteren Geoden. Doch, da hinten, total übersehen. Sehr schön. Ah, eine Geode. Definitiv Crafting-Potenzial. Ah, sehe ich auch so. Ich habe bis jetzt noch nichts gecraftet damit, aber es wird super. So. Mit der 2 kann man perfekt aufsteigen. So, und hier ist dann noch so ein bisschen mehr Zeugs, oder? Guck mal, ja, da strahlt es doch schon wieder. Können wir auf jeden Fall nochmal 2 mitnehmen. Ich glaube, 5 brauchten wir bloß für das Upgrade. Vielleicht gibt es aber mehr Stufen und dann ist es doch nicht schlecht, wenn wir schon was an der Tasche haben. Unser Sauerstoff geht nämlich auch bald zur Neige, von daher ist es schon nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen Materialien investieren. Das dürfen wir natürlich noch nicht unser Schiff aus den Augen lassen. Wo ist das? Ja, 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 beruhig dich mal, alles gut. So, mal. Geht doch alles. Frische Luft. Irgendeine Art. Ah, da ist die Kiste. Ja, perfekt. Haben wir die doch noch gefunden. Sehr, sehr schön. So, hier nochmal. Geode, Geode, Geode. Das sind Baupläne, oder? Die ich kann das mit dem Crafting-Tisch verwenden. Ja, Leuchtsignal. Gibt ein konstantes Leuchtsignal aus. Kann zur Markierung von wichtigen Positionen oder interessanten Bereichen verwendet werden. Mein Orientierungssinn ist eigentlich immer so super. Ich brauche sowas eigentlich generell nicht. Schnitt. Oh. Ah, in so engen Höhlen schon ein bisschen schwierig, sich zu manövrieren, aber das kriegen wir alles hin. So, da drüben dürfte auch noch was glänzen, ne? Ja, na klar. Eine Geode. Ist wahrscheinlich Crafting-Material, oder? Was würdest du sagen dazu? Es wäre viel zu schade, jetzt hier schon rauszugehen. Die Hälfte noch liegen zu lassen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ah, diese Geode kommt mir gerade recht. Ist auch noch was? Und dann ist da wieder ein Ausgang. Den haben wir gar nicht gefunden. Als potenziellen Eingang. Also da wird es wahrscheinlich auch noch was Schnuckliges geben. Unser Schiff ist ein bisschen weit weg. Ist nicht so schlimm. Oh, da ist wieder eine Krake. Dampfschiff, da waren wir schon, oder? Weil da wird kein einziges Material mehr angezeigt. Was haben wir denn eigentlich noch an Aufgaben für die Fotomission? Wir haben noch Buckelwal, Robbe, Walhai und Riesenhai. Bis jetzt haben wir allerdings nur den Blauhai gefunden. So, wo ist unser Schiff? Vorne, ne? Das müsste irgendwie... Wo hier unten ist das? Da steht's. Ich sehe es schon. Sehr, sehr gut. Ich nochmal scannen. Vielleicht gibt's noch irgendwas. Nee, hier haben wir alles wirklich schön säuberlich. Alle Lichter auf grün. Bereit für die Abfahrt. So,
geht's. Ab zu unserer Kammer. Oh, da ist doch auch wieder ein Schiff, oder? Das kann nicht sein, dass da nichts ist. Komm, einmal runter. Hier waren wir doch garantiert noch nicht. Was sind das für Wale, für Haie? Wieder Blauhai, ne? Blauhai? Moment, Blauhai. Ja, habe ich die Schlüssel? Ah ja, die. So, das ist noch Plastik. Okay. Metall. Gut. Ah, jetzt nicht super viel. Aber ihr kennt unseren Reinigungsauftrag. Schiffswrack. Das kann fürs Wasser nicht gut sein. Waren die hier schon? Das sieht doch so aus, als ob wir in dieser Kiste schon mal gewühlt hätten. Und Empty wundert sich jedes Mal wieder. Hey, ein neues Schiff auf dem Boden. Plastikflasche. Aber anscheinend waren wir nicht sonderlich gründlich hier. Was das angeht. Eieiei. Frames, wo seid ihr? Da ist noch Metall, das nehmen wir noch mit, da oben auch noch. Und dann gehen wir aber wieder nach Hause. Ein Stück Metall. So, wo war das hier? Ach, glänzt. Schon merkwürdig, dass die Haie hier mal um die Schiffswracks rumschwimmen, oder? Ist das so normal? Wohnen die hier? Sind die hier eingezogen oder was? Hier kommen wieder unsere Gärten, wo wir schon mal unsere Robbe kennengelernt haben. Ah, vielleicht ist er ja noch da. Wer ist der Joe? Joe wieder da ist, können wir noch ein Foto mit ihm machen. Ein hochoffizielles. Ich sehe ihn nicht. Gut. Dann ab nach Hause. Zur Luftschleuse. Endlich. Trautes Heim. Glück allein. Ja, war ein langer Tag. War ein sehr, sehr langer Tag. Wo ist die Andockstation? Hier. Ehrlich. Puh, ehrlich. Das war ein Tag. Es können nicht alle so lang sein. Was, Mark? Stimmt's? Na, Kumpel? Oh, er schläft schon. Gut. Behalt deine Geheimnisse für dich. Ja, das ist ja was. Also, wir haben einen neuen Tagesbucheintrag geschrieben. Ja, das haben wir schon gehabt. Hier. Logbucheintrag. Tag 2. Stan Murray. Erster Tag mit echten Aufgaben. Grundwartung, Leckagen, Reparaturen, alles im Rahmen der Ausbildung. Persönliche Gedanken, ziemlich ruhig hier unten. Wenn der Fernseher abgeschaltet ist, hört man nur den Strom und das Surren der Festplatten von Mercury oder was auch immer das Ding da hat. Ziemlich hübsch. Es war eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Ende des Eintrags. Auch da müssen wir mal gucken, ob das tatsächlich so bleibt. Hallo, Benutzer Stanley Murray. Hi. Für Ihre Sicherheit und Privatsphäre werden Gespräche abgezeichnet. Ach toll, das liebe ich ja. Da bin ich ja großer Fan von. Um die Stimmeigenschaften dieser Einheit zu ändern, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung von Unitrench. Unitrench? Na gut, wir werden es weiter Unitrench nennen. Das ist jetzt schon so drin. Was haben wir hier? Und wo soll man das jetzt ausleeren? Wir wollten einmal in den Fernseher reinschauen. Oh, anderes Fernsehprogramm. Ganz runter in ein tiefes Rohr ward eine Maus gespült. Doch tief am Grunde hatte dort ein Monster rumgewühlt. Die haben das mal Kindern gezeigt. Da war mir das Wetter aber echt lieber. Größer als zu Hause.
Gut, das war eher ein Reinfall. Was ist mit unserem Kühlschrank? Ist der jetzt aufgetaut? Können wir da mal langsam ran? Was haben wir denn? Ja? Wir haben Hunger. Hey, das ist wieder die Robbe. Joe! Hey, Joe! Hey, Joe! Schade, dass wir die Kamera jetzt nicht nutzen können. Das wäre eine tolle Geschichte. Freie Zeit. Wie können wir die nutzen? Haben wir noch irgendwas anderes? Können wir irgendwas Tolles noch machen? Können wir was umbauen, einrichten? Wir haben noch so viele Sachen gefunden unterwegs. Eine Gitarre oder irgend sowas. Das war ein Fund. Auf jeden Fall. Dadurch fühlt sich das alles noch vertrauter an. Gitarre, das ist schon besser. Die kann ich wirklich gut gebrauchen. Sieht aus, als wäre der Koffer luftdicht. Was bedeutet, dass es sich entweder um ein äußerst wertvolles Modell handelt oder der Besitzer ein absoluter Fanatiker war. Wie auch immer. Ich habe jetzt eine andere Möglichkeit, mir die Zeit zu vertreiben. Okay, sehr cool. Also vielleicht ist die bei uns einfach im Schlafzimmer jetzt. Jetzt haben wir oben eine Kassette. Aufkleber ist ab. Könnte alles drauf sein. Oh, das macht's doch viel spannender. Stell dir vor, du setzt dir das Ding auf und tauchst ins Ungewisse. Diese Typen waren entweder echte Helden oder echt betrunken. Tauchhelm. Das liegt schon eine Weile hier unten. Seltsam, wenn man sich das Tauchen von früher vorstellt. Man wurde in einem beschwerten Gummipyjama geschnallt, bekam eine gusseiserne Kugel wie dieses Ding auf den Kopf geschraubt und wurde in die Tiefe geschickt. Nur eine dünne Sauerstoffleitung in die Hand gepumpt, wird trennt dich vom sicheren Tod. Das waren stramme Burschen, diese Leute. Den haben wir jetzt eingesammelt, den Helm, aber den können wir doch bestimmt irgendwie wieder benutzen, oder? Oh, was haben wir hier? Oh, Minispiel. Sehr gut. Nein. Was muss ich tun? Aha, aha. Kriegen wir hin. Zack. Sehr gute Kombo. Rechts, links. Nochmal. Ja, nicht so gut. Sehr gut. Jetzt klappt's. Okay, okay. Können wir gewinnen irgendwie? Gibt's eine Siegchance für irgendwas? Oh, es wird schneller. Sehr gut. Oh! Ja, das war gemein, komm. Das war gemein. Das war wieder gemein. Ihr könnt doch das Ding nicht am Anfang hinsetzen. Highscore 2000 ist doch nicht schlecht, oder? Ich finde 2000 ist ein super Score für den ersten Tag. Wir kommen da rein in die Nummer. Wir machen das jetzt täglich. Wir werden uns da so ein bisschen auslassen. Solltest du auspacken. War sicher teuer, das Zeugs hier herunterzukriegen. Ja. Ich würde dir dabei auch total gern... Jetzt ist der Helm wieder da. Stell dir vor, du setzt dir das Ding auf und tauchst ins Ungewisse. Ach, der war immer da. Der ist einfach dieses Licht so ein bisschen verschwunden. Waren entweder echte Helden oder echt betrunken. Also ich würde dir gerne helfen, diese Koffer auszupacken, aber wir haben einfach keinen Knopf dafür. Das ist... Da fühlt man sich gelähmt. Plötzlich. Ist das Süßwasser oder benutzen sie das Zeug von draußen? Ist doch egal, geh einfach rein, genieß es. Nee, Fratzen machen wir nicht nochmal. Toilette, geht das? Auch nicht, wir dürfen uns nicht mal entleeren jetzt hier. Da ist die Gitarre, jawohl, sehr schön. Wir sollten auch vielleicht versuchen, nochmal Emma zu erreichen. Wie viele Leute haben vor mir hier gelebt? Wer waren sie? Ich frag mich, ob ich jemanden davon kenne. Track 1, Hanging Fields. Ich habe das an der Uni mit meiner alten Band geschrieben. Ich kann mich noch nicht einmal an ihre Nachnamen erinnern. Song auswählen. Was muss ich drücken? Nee, nur einmal oder was? Ist auch nicht richtig.
Hä? Was ist das? Irgendwie ist ein kleiner Delay drin. Ich habe den Song lange nicht mehr gespielt. Ich bin da so ein bisschen eingerostet, da müsst ihr das verstehen. Es ist, wir spielen den jetzt auch täglich zusammen mit dem Boxsack und dann irgendwann. Ja, das war Hanging Fields. Guter Song. Guter Song aus alten Tagen. In die Kommentare schreiben, wenn ihr den nochmal hören wollt. Dann übe ich den und dann spielen wir den nochmal und dann aber richtig. So, Viereck zum Aufstehen. Sehr schön, aber ich mag das, dass so kleine Gimmicks mit eingebaut sind. Guck mal, das ist auch unsere Figur, die wir gefunden haben. Aha, tanz weiter. Können wir sie anschuckeln? Aha, nee, tanz weiter. Boxsack, Tauchen ist großartig für die Beine. Meine Waden sind wie aus Eisen, aber der Oberkörper könnte ein wenig Training vertragen. Gott sei Dank gibt es das hier. Das dürfte ein gutes Trainingsobjekt sein. Hula. Diese Dinger waren eine Weile überall zu sehen. Es gab eine Zeit, in der man, wenn man ein Taxi nehmen wollte, mit 60%iger Wahrscheinlichkeit eines der Tahiti-Mädchen auf dem Armaturenbrett tanzen sah. Das ist mehr als nur ein bisschen unsensibel, wenn man mich fragt. Ich bin froh, dass diese Art von Modeerscheinung nicht mehr existiert. Aber es ist tatsächlich so. Es gab wirklich die Zeit. Da gab es diese Figuren relativ häufig. Achso, Pflanze, ne? Wir wollen natürlich gut sein zu unserer Pflanze. Drücken auf das Knöpfchen. Sauerstoff. Lassen wir laufen. Lass uns laufen. Vielleicht ist morgen früh eine Tomate dran oder so. Mit dem Humor versuche ich natürlich nur die Angst vor der Nacht zu überspielen. Nein, wir wollten Emma anrufen! Shit. Gute Nacht. Ich wieder rumgequatscht hab. Oh nein. Nein. Nicht schon wieder. Ich kenne das hier nicht. Quallen. Wieder die riesigen Ketten. Das spiegelt schon das wieder, was wir heute gesehen haben, ne? Da oben der Eingang. Da war ich. Den Anker haben wir gesehen. Mein Kopf. Dieses Geräusch. Das gefällt mir nicht. Nein. Oh, wow. Oh, wow. Der Controller vibriert. Was ist das? Das ist Plastik, oder? Ist das Plastikmüll? Das sind keine Fische. Das ist das Containerschiff, was wir gesehen haben. Das, was unerreichbar war wegen diesem Supernetz. Tag 3. Schon wieder. Was ist nur mit diesen... Oh, mein Kopf. Stan, du solltest dich wirklich waschen. Also du solltest auch wirklich mal nachts noch
was anderes anziehen vielleicht. Also, ich will nicht zu nahe treten, aber das ist schon ein bisschen eklig. Ich muss... Ich brauche einfach Zeit. Mehr nicht. Ruf sie an jetzt. Warum kann ich nichts zurück? Komm, das ist unfair, Leute. Nur weil wir es gestern Abend versammelt haben, oder was? Warum kann ich nichts... Click any button. Da, hier, den. Warum? Das ist gemein, Freunde, das ist gemein. Wer hat eigentlich das Radio gemacht? Genug. Hätte nicht was Nettes sein können, oder? Auch wenn es nicht so aussieht, als würde ich Gäste haben. Ist aber ein Indiz, dass er zumindest mal auf Toilette war und für diesen Zeitraum seinen Anzug geöffnet hat. Ich hatte noch nie einen Traum. Einen Albtraum. Wie diesen. Als würde mein Gehirn durch meine Augen ausbluten. Okay. Fangen wir den Tag erstmal an. Hey, und lass uns nie wieder diesen Satz benutzen, als würde mein Gehirn durch die Augen ausbluten. Mark, ändere Nutzernamen auf nur Stan. Ändere Morgenweckruf. Guten Morgen, nur Stan. Ich hoffe, Ihnen gefiel der Heavy Rock Alarm. Nicht wirklich, Mark. Nicht wirklich. Kaffee. Erstmal Kaffee. Im Gegensatz zu den gestrigen Berichten gibt es nun Anzeichen für den möglicherweise schlimmsten Sturm in der jüngeren Geschichte. Ich hoffe, es gibt Pläne dafür. Lebensmodul ist recht offen. Beim Sturm? Nein, die hätten mir gesagt, wenn... Tja, ich schaffe das. Wir sind ja nicht nur eine billige Arbeitskraft, die ausgenutzt wird. Schlechte Nachrichten. Gibt's kein anderes Programm? Gibt's nur schlechte Nachrichten. Also ein Sturm zieht auf. Na, wenn das nicht schon wieder schlechte Vorboten sind für unser Abenteuer. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir hier schön, entspannt, 2 Monate arbeiten. Besser. Nichts Schlimmes passiert. Besser. Ne? Kopf pocht aber noch immer. Tim wird bestimmt auch sagen, dass es uns... Bewegen wir uns? Gott, diese Kopfschmerzen. Tim wird bestimmt auch sagen, dass es nichts ist, dass uns der Sturm nicht erwischen wird. Oh, guck mal, Joe ist da. Schauen wir mal. Nein, nichts Neues. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich, dass der Kühlschrank nicht aufgeht. Ich möchte das nicht als E-Mail an die Entwickler schreiben, aber das ist lächerlich, Freunde. Es gibt wohl ein Problem mit der Sauerstoffbilanz. Sollte das mal Tim sagen? Denken Sie daran, Unitrench HR ist für Sie da. Danke. Tim, schon wach? Ich war schon wach, als du noch im Tiefschlaf warst. Was gibt's? Wollte mich nur melden. Ist alles noch fremd hier. Ich bin gleich bei meinem dritten Kaffee. Schau auf die Missionstafel und sag Bescheid, wenn du im Wasser bist. Klar. Und, Vorsicht mit dem Koffein, alter Mann. Verstanden. Okay, das Verstanden war wieder ein bisschen freundlich. Vorher habe ich gedacht, wow, das ist aber schnell abgeebbt, unsere freundliche Beziehung, die wir zueinander haben. Aha, wieder mal Wartung. Wasserstoffgeneratorausfall. Okay. Wartungsmission. Maschine im Bereich Fisherman's Bank zeigt merkwürdige Werte. Führe eine persönliche Inspektion durch. Okay, klar. Kriegen wir hin. Oh! Kleiner Kaffee. Schon geht's wieder raus. Bitte sehr. Wie war dein Kaffee? Ich mochte das billige Zeug immer lieber. Supermarktkaffee, Pulver, großer Löffel Zucker. Ah, Feinschmecker. Naja, es hilft halt. Wie war deine Nacht? Besser? Nicht wirklich gut. Seltsamer Traum. Dröhnender Kopf. Warte mal. Kopfschmerzen? Stark? Yep.
Ziemlich. Das Sauerstoffsystem hat wohl ein Problem. Das könnte der Grund sein. Lass mich... Mist. Ja, die Mischung stimmt nicht. Sorry. Hätte ich früher bemerken sollen. Das wäre nett. Geht schon. Hätte ich früher. Neue Aufgabe. Höchste Priorität. Check die O2-Systeme des Moduls. Aber lass die anderen Aufgaben nicht aus. Warte, das ist wichtig. Ist mir persönlich gerade sehr wichtig. Na gut. Ich gehe jetzt hin. So, also hier ist was kaputt. Deswegen die Albträume. Alles klar, wir reparieren das und haben nie wieder einen Albtraum. Das ist doch die Idee, oder? 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 Das wird klappen. Ich nehme an, das klappt. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Das rote blinkende Licht, das hat meistens nichts zu heißen. Druck sieht niedrig aus. Das stimmt was nicht. Ich muss die Anzeigen prüfen. Also die Anzeige ist rot blinkend. Weiß nicht, was im Wartungsheft dazu steht, aber meistens... Das stimmt wirklich was nicht. Ich muss wohl den Druck zwischen Lebensmodul und dem Blasengärten ausgleichen. Guck mal, der blinkt rot. Kann das sein, dass wir hier irgendwas machen müssen, dürfen, sollen? Bestimmt. Ja. Ja, komm. Schraub. Gut. Das war sehr einfach. Nee, wir lassen das so. Kein rotes Licht ist immer gut. Wer hat das aufgedreht dann, dass hier was nicht stimmt? Wer hat da dran rumgeschraubt? So, Freunde, guck mal, da ist ja noch ein rotes blinkendes Licht, ne? Also ist hier wahrscheinlich auch wieder... Muss ich das erst angucken oder kann ich direkt drehen? Ich kann direkt drehen, ne? Sehr gut. Das machen wir doch. Irgendjemand hat hier dran rumgespielt. Aber laut Protokoll sind wir allein hier unten, richtig? Okay. Ist also nicht so cool. So, wo ist denn das dritte Licht? Also das Kabel geht unten lang oder ist das Kabel kaputt? Das Kabel ist ganz. So, das geht hier unten lang. Das ist es, ne? Manchmal ist die Steuerung wirklich ein bisschen merkwürdig. Da vorne, okay. Was haben wir hier? Sind da noch nicht noch neue Baupläne? Guck mal, da sind noch so weiße Kisten oder so, ne? Okay. Oder? Hoffentlich war's das. Das war's locker. Also auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir jetzt immer durch. Dürfte jetzt nichts mehr kommen. Keinerlei Probleme. Wir haben schon geplündert. Da haben wir schon alles geplündert. Das ist schön. Wir sollten uns auch so ein paar Stäbe wieder craften, glaube ich. Oder nochmal zu diesem Bunker zurück, da wo diese neuen Stäbe lagen. Vielleicht werden die ja automatisch nachgefüllt. Wer weiß schon, wie das System hier unten wirklich funktioniert. So, wir können festhalten, dass 50% des Sauerstoffs nicht funktioniert hat. Und Tim uns nicht gewarnt hat bei einem Ausfall von 50%.
Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. So, stopp. Loslassen. Der Druck ist wieder im grünen Bereich, Tim. Sauerstoff funktioniert wohl wieder. Gut. Schön, dass wir es diesmal behoben haben. Diesmal? Ein anderer war wochenlang und bevor er was sagte. Verrückter. Als wir ihn hochholten, war er irre. Voll neben sich. Meinte, er hätte im Dunkeln Dinge gesehen. Dinge aus einer anderen Zeit. Was war das? Nichts. Zurück zur Arbeit. Danke, Tim. Tim, ganz kurz noch. Das Zischen, das muss so, oder was? Sind wir uns einig, dass das Zischen so muss? Tim. Das ist bestimmt normal mit dem Zischen. Na gut. Also, Wartungsmission. Maschine im Bereich Fisherman's Bank zeigt merkwürdige Werte. Wasserstoffbunker erreichen. Eieiei, das war heute ein aufregender Start in den Tag. Wir sind an Tag 3. Wir haben wieder schlecht geträumt, aber jetzt anscheinend eine Info, warum. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns denkt, dass das wirklich jetzt an diesem Sauerstoffding lag. Nein, es wird was anderes gewesen sein. Und wir werden heute Nacht wahrscheinlich wieder Albträume haben. Aber das sehen wir vielleicht erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Under the Waves. Schön, dass ihr mit dabei seid auf dieser Reise. Es macht mir zurzeit wahnsinnig viel Spaß, dieses kleine, schöne Spielchen zu zocken. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Also schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Ciao.